So, willkommen zurück zu Serum 3, der Raum 3. In der letzten Folge haben wir hier nach langem Suchen endlich den Kasten hier öffnen können. Da hatten wir eine Metalleichel gefunden und ein Teil vom Modell, was einmal das Ding wäre. Und bei der Metalleichel vermute ich, dass das die Lampe ist für hier. Deshalb mal kurz probieren. Okay, war natürlich nicht. Gut, dann probieren wir erstmal hier weiter. Eine Metalleichel, ja. Oh, die geht auf. Oh. Okay, was ist es? Was ist es? Oh, krass. Okay, da weiß ich doch, wo wir hin müssen. Da müssen wir hier rein. Stimmt, war da nicht sogar eine Eiche abgebildet? So. Ah. Ein Schädel und hier haben wir dann noch ein Hornteil. So in etwa. Wow, okay. Was wird das jetzt? Mit diesen Steinen wurde sicher eine Art Ritual. So schön. Okay, aber was willst du in einem Ritual hier zerschmettern? Ich habe keine Sachen mehr. Der Schädel? Kann ich den rausnehmen? Nein. Kann ich den Helm nehmen? Ich muss mehr über den Helm herausfinden. Oh, Scheiße, was ist denn hier? Ändert sich hier irgendwas? Nein. Wellenbeschachwolken? Wellenschachwolken. Wellen, Schach, Wolken. Muss ich nur herausfinden, wie ich das benutze. Wellenschachwolken, Wellenschachwolken. Oh, Moment. So, schauen wir mal da rein. Ein Grashüpfer.
erstmal anklicken. Dann wird er größer, ja. Metallzeiger, okay. Das könnte jetzt für die Ohr am Taucherhelm oder für das Ziffernblatt, ich weiß nicht, wie nennt man das? Das Ding hier passend sein. Ah, Moment. Ja. Ja. Und jetzt die Wolken. Ein Kupferhahn. Vorstellen, dass der hier dran muss, um das zu öffnen? Nö. Kupferhahn, Kupferhahn. Ja, ich dachte der Hahn vielleicht. Passt ja auch nicht hin. Da ich das von hier habe. Kupfer und Messing passt ja perfekt hier an den Helm. Ich kann nur schwer einschätzen, wie groß das ist. Kupferhahn. Vielleicht hier oben. Bei dem Leuchtturm. Oben als Spitze? Nein. Eieiei. Auf der Zoom-Stufe wird einfach nichts angezeigt. Habe ich mir die Insel eigentlich mal genauer angeschaut? Achso, das war das Teil. Scheiße. Kupferhahn. Warum kann ich aktuell das Rädchen nicht mehr drehen? Ich brauche eine Hilfe. Es war, weiß, eine seltsam geformte Fassung. Er gehört sicher irgendwo hin. Ja. Okay.
Auf irgendwas Dreieckiges. Hatte ich da nicht mal was probiert? Ich war mir sicher, ich hatte dort mal kurz dran rumgezuppelt. Mutter ab. Oh, hallo. Gutes Kerlchen. Mache ich doch direkt mal Screenshot so. Eine Zunge. Ein Kristallflakon gefunden. Okay, sonst ist hier nichts weiter bei dir im. Kristallflakon, könnte der leuchten? Natürlich nicht. Warum auch? Ah, Moment. Den können wir zerschmettern. Schauen. Matsch. Oh! Das Blut ergießt sich. Ein leuchtender Edelstein. Okay, jetzt haben wir was zum Leuchten. Sehr gut. Wieder hier raus. Wo ist der Leuchtturm? Da drüben. Alle hopp. Leuchte. Weggefunden. Eine leuchtende Lampe. Oh Gott, also den Tisch haben wir scheinbar überstanden. Ja, immer komplizierter. Scheiße. Lampe. Kann ich hier irgendwas machen mit der Lampe? Nö. Gut, dann schauen wir uns das mal an. Okay, Fahrstuhl. La la la, Fahrstuhlmusik. Ja, sieht schon mal geil aus. Ach, jetzt muss ich die Lampe an den Platz bringen, oder was? Dass der Leuchtturm geht? Hart verwirrt. Okay. Lampe, passt du dahin? So. Ach, okay, wartet. Wartet, wartet, wartet. Wie drehe ich das?
Ich muss das doch drehen, oder? Ah! Okay, Moment. Gefällt mir nicht. Warte. Das runter. Das passt doch gut zusammen, oder? Das passt. Hier ist ein Fenster. Ich würde sagen, das passt optimal. Ach, okay. Jetzt muss ich noch die Öffnung hier hinbringen. Lampe? Rein da. Wow. Es werde Licht. Schon wieder so eine Pyramide. Wow. Vorsicht. Kapitel abgeschlossen. Im Leuchtturm. Jede Prüfung. Ich muss das hier alleine. War das jetzt das komplette Spiel oder? Nicht übel, was ich weiß. Spiel fortsetzen? Lädt? Oder war das echt nur das erste Kapitel? Okay. Holla. Hier ist ein Uhr dran. Oh, Scheiße. Ja, es war doch... Okay, ich habe eine weitere Pyramide. Wobei, das mache ich dann, glaube ich, in der nächsten Folge. Tschüss und ciao, bis zum nächsten Mal bei Rooms 3. Tschüss, ciao, bye bye.